is tomorrow. Hallo zusammen, wir sind zurück beim Farm Simulator 22. Bulling Center hat Betrieb. Ich habe das Feld eben selbst zu Ende gegrubert, weil es hat ewig gedauert, was der Typ da gemacht hat, und es hat so viel Geld gekostet, dass ich. Nee, hab ich gesagt, mach ich selbst. Hatte eh nichts zu tun. Jetzt ist 20.20 Uhr, ist gleich Schlafenszeit. Ich würde sagen, legen wir uns hin. Bevor wir das aber machen, gucken wir kurz mal, wie es dann alles ausgegangen ist hier. Der erste Tag ist um, das heißt ein Monat, und wir haben ganze 1.488.676 Euro ausgegeben. Neue Fahrzeuge knapp 450.000, neue Tiere 3.600, Baukosten fast 650.000 und Landkauf knapp 400.000. Einnahmen Gebäude 824, das sind die beiden Solaranlagen, die wir haben. Ist schon mal ganz okay. Dann verkauft Produkt, das sind die Gewächshäuser, die wir haben, 974, das ist auch okay. Dann haben wir Kraftstoffkosten, Saatgutkosten, Lohnzahlung 700, wirklich 700 ist echt viel, finde ich. Und nochmal sonstiges, das ist das Wasser, was wir gekauft haben für 3.650. Ja, so dass wir jetzt noch 11.000 haben. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber wir legen uns jetzt erstmal hin, schlafen einen Moment und dann gucken wir mal hin. So, wir stehen ein bisschen früher auf. Ich denke, es dauert sehr lange, bis das Feld fertig ist. Machen wir mal 6 Uhr. Das wollen wir nicht zu früh. Wir müssen auch ein bisschen ausschlafen, sonst sind wir unkonzentriert. So. So. Betriebskostengebäude sind geringer als die Einnahmen vom Gebäude. Das ist erstmal gut. Das heißt, alle Stromeinnahmen sind höher als alle anderen Kosten zusammen, die wir haben. Das ist wunderbar. Hier ist das Feld. Ist leider Unkraut gewachsen. Aber was willst du machen? Wir können uns eh keine Gerätschaften mehr kaufen. Deswegen holen wir uns jetzt mal die Saatmaschine mit unserem Trecker, wo wir Licht anmachen. Und wieder hinfahren, da wo wir sie stehen lassen haben. So. Das heißt, hier das Mais ist bald fertig, dann können wir das abernten und wegbringen. Oh. Dauert noch einen Monat. Wir sehen jetzt das Weizen neu an auf dem großen Feld. Lassen das natürlich hoffentlich von einem Helfer machen, weil das dauert so lange, das macht keinen Spaß. Also wahrscheinlich Echtzeit würde ich eine Stunde dafür brauchen, das selbst zu machen. Sehe ich gar nicht ein. Wäre auch, glaube ich, sehr langweilig auf Dauer. Natürlich zwischendurch kann man das immer mal machen. Aber ich persönlich finde es dann. So. Da haben wir die beiden Maschinen. Erstmal die Saatmaschine ankoppeln und Saatmaschine auffüllen. So. Holen wir gleich mit dem Gabelstapler ab. Wir müssen jetzt nur erstmal anfangen zu arbeiten. Gabelstapler übrigens sind diese Höhenunterschiede extrem scheiße. Werden wir gleich sehen, wenn wir bei den Hühnern sind. So, ich werde jetzt gleich mal demonstrieren, wie lange das. So, hier ist das gemachte Feld. Ganz wie üblich. Sämaschine aufklappen. Dann anschalten. Und senken. Ja, ich bin im falschen Land, ich weiß. Das ist aber mein Land. Und dann fährt man hier und man sieht 12 km/h und das ist halt die Höchstgeschwindigkeit. Ja, und wenn man das dann macht auf Dauer, dauert das sehr, sehr lang. Wirklich sehr, sehr lang. Oh, wir machen Weizen. Habe ich jetzt vergessen auszuwählen. Aber wir wollten auch Weizen machen.
kann man auch entsprechend noch auswählen, welches Saatgut man nehmen möchte. Wir haben jetzt Glück, weil wir Weizen haben wollten. Ganz schön eng hier. So, dann machen wir die zweite Spur. Und dann lassen wir das gleich von einem Helfer machen. Aber wie gesagt, das dauert so lange und wir wollen ja nebenbei noch was anderes machen, dass wir gucken können, wie wir hier zurechtkommen. Hier schön sehen. Und wie gesagt, es dauert sehr, sehr lang. Und es ist halt nicht so breit, ne? Also man schafft nicht so viel auf einmal, sodass man wirklich sehr, sehr lange dafür braucht. So. Damit aber auch der Helfer die langen Wege macht, fangen wir hier außen an. Ups, wenn ich den Mais kaputt mache. Hier fangen wir an und geben es dann dem Helfer. Der hat immer Rundumleuchten noch an. Finde ich okay. Nein. So. Dann sind wir jetzt am Hühnerstall und wir sehen nicht viele Eier. 241 Eier haben die Hühner gemacht. Es sind immer noch 70 Tiere, das finde ich schade. Ich dachte, es kommen ein paar mehr raus. Aber gut, wir haben jetzt 70 Tiere. Und wir haben hier Eier. Theoretisch können wir Gabelstapler nehmen, um die wegzubringen, aber ich dachte, es wäre noch mehr. So können wir es einfach hochheben und zu Fuß hinbringen. Zur Bäckerei. Laufen ist nicht gut. Also, dann gehen wir dahin. Genießen ein bisschen die Landschaft, den Sonnenaufgang von da. Ist einfach nur hell, glaube ich. Ein paar Raben sind hier noch auf dem Feld. Das ist nicht so schön. Aber die Bäckerei ist nicht so weit weg. Deswegen können wir da durchaus hingehen, um zu sehen, was wir da einnehmen. Und wir sehen, wir haben ein bisschen mehr Geld als gestern Abend. Das ist gut. Insgesamt aber noch nicht so viel beim so viel, was wir da an Geld verdienen. Wir müssen mal gucken, wie wir da besser zurechtkommen und mehr Geld verdienen. Ob wir da, obwohl wir verkaufen ja bald den Mais, da kriegen wir ein bisschen Geld. Dann verkaufen wir noch unser Maisschäler-Ding, also Erntemaschine vom Mais, weil wir die dann nicht mehr brauchen. Aber wir nur noch Weizen machen, da kriegen wir noch mal ein bisschen Geld wieder und vielleicht können wir uns dann was Neues kaufen, was sich lohnt, dass wir da ein bisschen mehr machen können. Ich weiß nur nicht, was ich als nächstes kaufen werde, was sich lohnt, aber das werden wir dann sehen. Ja, Mais haben wir im Wachstum, Ertragsbonus 75%. Krass. Wenn das so bleibt, kommt da richtig viel Mais raus. Obwohl es nur so ein kleines Feld ist. Das wird schön. Wenn diese Erntemaschine dann funktioniert, weil die war ja riesig. Die gebrauchte, die wir gekauft haben. So. Bäckerei sehen wir da vorne schon. Über den kleinen Bach, der übrigens den Ursprung bei uns hat, auf unserem Hügel. Oh, hat sogar Platsch gemacht vom Sound. Hätte das gedacht. Also, es ist schon gut durchdacht. Ach ja, wir müssen zur Bäckerei. Da vorne ist die Bäckerei schon. Wenn wir dann angekommen sind, können wir zuglaufen. Also 241 Eier. Ihr könnt ja mal raten, was das an Geld bringt. Ich finde es auch krass, dass 241 Eier 108 Kilo sein sollen. Ganz schön dicke Eier, würde ich sagen. Sehr, sehr dicke Eier. So. Oh ja, ein Auto kommt. Kurz Platz machen. Entschuldigung. Stoppschild überfahren.
Junge! Naja. So ist es halt. So, hier ist die Bäckerei. Hier bringen wir die Sachen dann hin. Und dann werden sie verkauft. 453 Euro haben wir durch die Eier bekommen. Wie gesagt, also ich weiß, ich habe Eier. Also mein also wir haben hier Eier, aber ich betreibe das als Viehzucht. Na, also ich züchte Hühner. Das ist das Ziel. Eier ist das Nebenprodukt. So, von daher ist das schon ganz gut. Viel haben sie auch nicht verbraucht. Und so geht es dann weiter auf unserem Feld. Wir gucken mal da hinten hin, ob wir noch genug Wasser überall drin haben. Das sollte aber auch der Fall sein. Hui, so viel ist es nicht mehr. Müssen wir gleich mal auftanken. Nur noch 8000 Liter. Immer noch. Also mit 8000 Liter können Sie 3 Monate arbeiten. Das ist jetzt nicht, dass es am Ende der Welt ist. So, und dann sind wir soweit fertig. Wir lassen da das Feld entsprechend sehen. Ich habe sonst nichts mehr zu tun. Ich würde jetzt selbst sehen. Aber das ist definitiv zu langweilig. Wir können ja mal gucken, was wir bauen würden, wenn wir jetzt das Ding verkaufen. Kriegen ungefähr 60.000, das heißt, wir haben 80.000. Was können wir denn? Ich hätte gern Pferde. Pferdestall kostet sehr, sehr viel Geld. Was gibt es denn da für Unterschiede beim Pferdestellen? Pferdestall groß. Der Unterschied ist 6.500 und man kann mehr Pferde haben. Also dann würde ich doch lieber den großen nehmen. Und das ist nur eine Pferdeweide. Da braucht man dann Wasser. Hier brauchen wir einfach nur Futter. Das würden wir uns dann kaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten Schweine. Die könnten das Mais auch gut vertragen. Schafe. Schafe ist richtig günstig. Also 51.000, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann haben wir ein paar Schafe. Hühner haben wir schon, auch eine Hundehütte können wir. Bienen auch. Oh, Kühe habe ich nicht geguckt. Oh, Kühe richtig teuer. Die geben auch Gülle und so einen Scheiß. Nee, nee, nee. Okay, das wäre theoretisch möglich. Produktion hätten wir noch unterschiedliche. Was sind das für Plantagen? Olivenbäume und Traubenerben können wir machen. Generatoren sind wir eigentlich schon durch. Wäre natürlich noch eine Möglichkeit, noch einzuholen, wenn wir das Geld dafür haben. Muss aber auch nicht sein. Und Fabriken, was können wir da bauen? Wir können da zum Beispiel noch Biogasanlage. Wenn wir dann Gülle haben, dann brauchen wir, glaube ich, eine Biogasanlage. Okay. Eine Molkerei. Also wir können fast alles bauen, was es auch in der Stadt gibt. Eine Molkerei, Spinnerei, Bäckerei. Also sehr viel könnten wir kaufen. Aber das sehen wir dann am nächsten Tag. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir müssen das Feld da hinten müssen wir ja ernten, bearbeiten
und nochmal neu sehen an einem Tag. Das wird kompliziert. Das kriegen wir aber hin. Ich wünsche euch viel Spaß, einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao, ciao.